Ihr Lieben da draußen, da ist er, da steht er. Wir sind in ein Haus reingegangen, haben uns unserer Fähigkeit überreden reinbekommen oder reinlaufen lassen, die Türe öffnen lassen. Von diesem Kerl hier und der steht hier mit einer fetten Gun vor mir und sagt, kein Weg, kein Schritt weiter, sonst bumm. Schlechte Idee, ganz ruhig, sarkastisch. Warum mich reinlassen? Immer mit der Ruhe. Ich will keinen Ärger. Du kommst nach Boston und klopfst willkürlich an Türen. Ich glaube, du willst tatsächlich Edward? Ärger. Wer ist das? Keine Sorge, Jack. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Edward, nicht so hastig. Mir gefällt dieser Kerl. Bitte nimm meine Entschuldigung für Edwards Verhalten an. Er passt nur auf mich auf, aber er übertreibt's hin und wieder. Ich bin Jack Cabot. Willkommen im Hause Cabot. Was ist das für ein Ort? Was macht man als normal? Also man stellt sich ja kurz vor, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir sollten das Missverständnis schnellstens vergessen. Komm rein und mach's dir gemütlich. Wir hatten schon ewig keinen Besuch Edward, mehr. Edward, ich denke, jetzt wäre ein Drink angebracht. Den guten Bourbon, bitte ja? Hier entlang. Wir müssen nicht so unzivilisiert in der Eingangshalle rumstehen. Das ist auch richtig so. Edward Deegan. Setz dich. Setzen? Ich kann mich nicht setzen, oder? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Unterbrich Zeitpunkt mich nicht, für... Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Junge. Oh, der bringt wirklich die Flasche. Warum bin ich denn so langsam? Ich bin gar nicht voll, oder? Doch. Bin ich voll? Ja, bin ich. Warum? Warum kann ich die Sachen nicht hier reinlegen? Ich kann die Sachen nicht rein transferieren, ne? Schade. Schade. Redest du von Außerirdischen? UFOs und kleinen grünen Männchen? Nein, nein. Das ist doch alles nur Hysterie. Dafür gibt es doch keine Beweise. Ich rede von der verborgenen Geschichte unseres Planeten. Den Ursprüngen der Menschen. Uralte Kräfte, die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz merkt das schon. Kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückgeht. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend. Eindeutig nicht von und für Menschen. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Die Kamera dreht sich. Wo dreht die sich hin? Was macht die? Was sollte das alles? Zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist Meine nicht Aufgabe verrückt. Für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurück. Noch Fragen? Was für ein Paket? Ich hoffe, es gibt mehr. Brauche mehr Infos.
Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr muss... Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Hey. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Du bleibst noch hier. Ein sicheres Gebäude. Du gehst nirgendwo hin. Wir wissen, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ich hätte ein paar Fragen. Schieß los. Voll freundlich, der Typ jetzt, ne? Nichts. Was ist das für ein Paket? Wieso lässt Jack seine Leute eine alte Irrenanstalt bewachen? Du kannst mir gerne Fragen stellen, solange du nicht erwartest, dass ich sie beantworte. Wenn es für die Sache wäre, um die ich dich bitte, würde ich dir sagen. Aber das ist es nicht. Bist du bereit? Wie ist dieses Paket verloren gegangen? Der Kurier ist dort angekommen und hat das Paket abgeholt. Ist aber nie hierher zurückgekehrt. Könnte einfach Pech gewesen sein. Oder aber ein geplanter Hinterhalt. Deshalb schicke ich dich los. Es ist wichtig, dass du das verlorene Paket zurückbringst. Sonst noch was? Okay. Eigentlich nichts. Okay. Du wirst schon in Parsons erwartet. Also brich besser auf. Okay. Oh, hier sieht... Oh, das ist komplett hier, das ganze Ding. Hier kann ich nichts nehmen, ne? Also ich zieh mich mal kurz an. Ich bin hier voll... Voll too much schwer. Oh, er sieht aber schick hier drin aus. Sieht aus wie eine Zivilisation hier. Hör mal. Guckst es. Guckst es an. Hast es hier. Da ist er. Wie ist er nochmal? Ich hab vergessen, wie er hieß. Da, guck mal da. Eine Kochplatte. Ich wollte gerade sagen, das. Ayo, wer ist das denn? Wow. Was geht denn hier ab, ey? Ich bleib nochmal ganz kurz hier in dem Haus drin, weil das ist ja mal voll cool. Junge, kann ich den umnieten und das alles hier behalten? Was steht da? Zeta-Pistole. Oh, schön, dich wiederzusehen. Die will ich haben. Die ist voll stark. Was ist das? Eigentlich nichts. Dann hast du eine Aufgabe zu erledigen. Shut the fuck up, du. Ich mach das, was ich will. Geh aufs Weite, Alter, hier. Ich muss jetzt hier gucken, was hier... Guck mal, hier gibt's bestimmt Bücher. Ja? Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Ich führe dort einen Teil meiner Forschung durch. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job erledigen. Tut mir leid. Aber das ist eine private Familienangelegenheit. Gibt es sonst noch was? Schade, hat nicht geklappt. Hat es dein Vater geschafft, in einer völlig zerstörten Welt nach Arabien zu reisen? Ja, das war noch vor dem Krieg, als er ein junger Mann war. Komm schon, der Krieg war vor 200 Jahren. Du kennst dich in Geschichte aus. Die meisten Menschen begreifen nicht, wie lange der Krieg schon her ist. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber das ist eine Familiensache, die dich nichts angeht. Gibt es sonst noch was? Ach Mann. Schickes Anwesen. Erstaunlich, dass es den Krieg überstanden hat. Danke. Ich versuche es nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wir hatten auf jeden Fall mehr Glück als viele andere. Es ist nicht leicht, den Vorkriegsstandard aufrechtzuerhalten. Aber wir tun unser Bestes. Noch weitere Fragen? Mist. Ich muss los. Ich hätte gerne ihn überredet. Mist, verdammt. Hat nicht geklappt. Boah, die Waffe will ich haben. Die werde ich mir ganz sicher klauen. Vielleicht kriege ich die ja. Okay, ich kann hier nirgends mal rein. Wir machen erstmal den Auftrag. Und danach checken wir mal die Lage, ob ich hier irgendwie was klauen kann oder die alle umniete oder so. Wo war denn der Keller nochmal? Oh, der Keller war hier, ne? Hier, und dann irgendwie hier rechts oder so, hier.
Alles, was ich nehme, ist klauen, ne? Oh, hi. Was ist das? Oh, guck mal, der Tresor. Shit. Rotes Kleid. Hier liegt ja alles. What the heck? Die sind ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das vorher machen soll oder nachher. Ob ich hier nochmal rein darf, das weiß ich nicht. Wir safen diesen Safe hier mal ab. Vielleicht gehen wir nachher, auch wenn wir eine Stunde gespielt haben, hier nochmal zurück. So. Wir müssen nach... Wie hieß der Ort? Ich hab's vergessen. Wie ist denn der Ort, den wir jetzt... Ah, ich hab's vergessen, Mann. Ich vergesse immer so einen Quark. Wir gucken einfach mal. Lade, 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 Bildschirm ist immer so lange. Alles gut, chill mal hier, chill mal deine Schrauben. Nee, hier, das soll ich gucken. Also, wo? Weiß das schon wieder, was ich machen muss? Das ist ein Minuteman an der Burg. Ach, verdammt. Wo war es nochmal? Daten. Das ist das nicht. Ach Mann, ich hab's vergessen. So, jetzt müssen wir mal runter. Nein. Das habe ich hier als Quest. Das ist so nervig. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Ach Mann, wo ist denn die Quest? Shit, wie hieß die denn? Wo ist denn nochmal Edward hier? Ah, hallo. Kann das warten? Ich bin gerade schwer beschäftigt. Mich hat eine Theorie über eine alte außerirdische Zivilisation fasziniert. Eigentlich war es die Theorie meines Vaters. Jetzt ist sie ohne Zweifel bewiesen. Aber leider nur mir. Heutzutage werden kaum noch archäologische Zeitschriften veröffentlicht. Welche Theorie hatte dein Vater? Er glaubte, dass die frühen menschlichen Zivilisationen gemeinsame Vorfahren hatten, die der Geschichte nicht bekannt sind. Denk an Atlantis. Die Legende einer fortschrittlichen Zivilisation, die durch eine Naturkatastrophe unterging, ist unter vielen alten Kulturen weit verbreitet. Schließlich fand er, wonach er suchte. Eine versunkene Stadt im Sand des leeren Viertels der arabischen Wüste. Jahrtausende älter als die frühesten menschlichen Zivilisationen. Aber mit Technologie, die der unseren scheinbar weit voraus war. Und trotzdem ist alles daran seltsam. Beunruhigende Geometrien, nicht für Menschenhand gefertigte Werkzeuge. Schnitzereien, die auf viel größere Dimensionen hindeuten. Du sagtest, dein Vater hätte eine versunkene Stadt gefunden. Ja, er hat jahrelang gesucht und war von vielen Experten belächelt worden. Sogar ich zweifelte an ihm, was ich beschämend zugeben muss. Aber schließlich fand er sie. Eine versunkene Stadt unter dem Sand der Rub al-Khali begraben, dem leeren Viertel Arabiens. Sehr interessant. Hast du Beweise? Für mich sind sie ausreichend. Er machte nur eine Expedition zur versunkenen Stadt. Aber er hat genügend mitgebracht, um ohne Zweifel zu beweisen, dass die von ihm gefundene Stadt nicht von und für Menschen gemacht war. Ich wollte dich was anderes fragen. Gut. Ich muss los. Gut.
Mist, wo ist denn der Typ hier nochmal? Da ist er. Was ist das? Nach was für einem verschollenen Paket suche ich eigentlich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr ist soweit alles klar? Wie ist dieses Paket verloren gegangen? Der Kurier ist dort angekommen und hat das Paket abgeholt. Ist aber nie hierher zurückgekehrt. Könnte einfach Pech gewesen sein. Oder aber ein geplanter Hinterhalt. Deshalb schicke ich dich los. Es ist wichtig, dass du das verlorene Paket zurückbringst. Bist du bereit? Nein. Erklär mir doch mal. Jack seine Leute eine alte Irrenanstalt bewacht. Du kannst mir gerne Fragen stellen, solange du nicht erwartest, dass ich sie beantworte. Wenn es für die Sache wäre, um die ich dich bitte, würde ich dir sagen. Ist soweit alles klar? Eigentlich nichts. Dann hast du eine Aufgabe zu erledigen. Ich hab keine Ahnung. Edward Deegan. Mann, wo steht denn der Scheiß hier? Sprich mit Edward. Das kann das sein, ne? Sonderlieferung. Ich glaube, das ist das. Sonderlieferung. Also, wir machen mal so. Ich komme zu gar keine Quest, ne? Merkt ihr das? Wir machen immer was Neues. Oh wow, die ist voll weit. Okay, gut zu wissen. Dann mache ich das mal folgendermaßen wieder. Weil wir hatten da auch Quests in der Nähe, das weiß ich. So, das ist die Quest, die wir machen müssen. Wir hatten hier eine Quest und hier eine Quest. Aber wir konnten hier schon mal hin. Wir machen aber folgendes erstmal. Leider. Wir müssen erstmal wirklich Sachen los. Wieso nicht? Also ich kann von... Alles klar, dann gehe ich jetzt mal raus. Geh mal hier auf Seite, der Typ. Voll hübsch hier drin. Endlich mal eine vernünftige Gegend hier. Und ich habe Psychos, alles nur Müll und Fleisch und Totköpfe. Köpfe im Kühlschrank aufgehängt oder sowas. Meine Götter. Ich weiß noch, Fallout 3, das gab es aber auch schon bei Fallout 2, glaube ich, wo dich die Familie einlädt zum Essen. Und du eigentlich gar nicht weißt, woher die das Fleisch haben, weil sie gar keine Brahmin-Kühe haben oder sonst irgendwelche Tiere. Und dann findest du in so einem Schuppen, irgendwo unten im Keller, ich glaube, da war eine Gefangene, die lebte noch, und die anderen waren alles zerstückelt mit kleinen Teilchen im Kühlschrank gelagert. Aber Achtung, Kühlschrank ist kein Strom, also einfach nur gelagert. Und das heißt, zum Verstehen, das ganze Ding war... Du wurdest dann eigentlich eingeladen, weil du warst die Hauptspeise. Hier ist der Jetpack, glaube ich, ne? Mit dem Fliegen. Bin ich gut. Okay, super. Es ist schon wieder dunkel, ne? Ja, ja. Immer wenn wir irgendwo ankommen. Hat es Ewigkeiten gedauert. Ich müsste sowieso die Rüstung mal reparieren. Aber erstmal machen wir Klamotten loswerden. Das. Warte mal, die Melone. Warte mal ganz kurz, die Melone. Wie viel gibt es? Wartet mal. Kommt das alles weg? So, pass auf. Wo ist nochmal der schicke Anzug? Sauberer, ich glaube mit Essen, ne? Sauberer oder eleganter Hut. Der gibt es Charisma 1, genau. Dann sauberer gestreifter Anzug, Charisma 2. Einen nehme ich mit. Weil dann ziehe ich mich um, hoffe, dass die nicht wirklich auf mich schießen. So. Dann, wartet mal, gehen wir auf Seite, Köder, so,
Nein! Ich hasse das! Jetzt habe ich alles aufgehoben. Ich wollte nicht alles nehmen. Ich wollte es einfach nur rüberlegen. Ich hasse es, zwischen R und Dings immer so mich zu vertun. Jetzt kann ich alles wieder klicken hier. Ey. Mann, ey. Dass es die Taste nicht gibt. Von links nach rechts, von rechts nach links. Also hier einfach ein Pfeil. Leute, ey. Also Mittelalter, echt. Das sind Sachen, die sind in so einem Spiel muss, weil man so viele Klamotten hier hat, die man hier nutzt. Oh. Da. Das sind die Teile. Die haben sogar auch Gewicht, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Warum, wie kann ich die nutzen? Ich hab's keine Ahnung. Vorkriegsgeld würde ich gerne mitnehmen. So. Ich muss jetzt allein sein. Ja, dann bleib allein. Hui, hey. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nein, ich bin hier der Boss. Sachen mit dir tauschen. Ich bin der Boss, mein Freund. Hier rede ich. Haarklammer. Melone. Ich habe auch eine Melone dabei. Wo habe ich den ganzen Scheiß denn jetzt irgendwo her? Habe ich das auch da rausgeholt? Ach nee, jetzt muss ich das alles wieder loswerden. Ich könnte kotzen, Leute. Mist. Lass uns handeln. Okay. 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 voll die Typen hier. Ich habe hier was rausgenommen, was ich nicht rausnehmen wollte. Laserpistole, eigentlich schon geil. Ich würde sie gerne nutzen. Kann ich aber nicht. Oh, wie viele Sachen habe ich denn jetzt dabei? Ich muss das alles loswerden, Leute. Oh, was ist das denn? Oh, mit Zielfernrohr. Cool. Ball ich mal. Oh nein, ich lege gerade hier Waffen rein, das wollte ich nicht. Ach nee. Da war improvisierte Pistole. Ach egal, mich vertan, hier wollte ich hin. Die war scheiße, die war schwach, weg damit. Die ist stark. Das war bis jetzt ganz gut. Ist ganz gut gewesen. Ist 19. Schalldämpfer. Oh, was ist das denn? What the freaky hell ist das? Ist das eine Pistole? Das ist geil. Oh, cool. Das ist auch eine gute Waffe, die gefällt mir. Dann würde ich jetzt kurz, die nehme ich weg. Die kommt weg. Kommt weg. Okay. Warum habe ich jetzt wieder hier diesen Hut dabei? So, ich muss ganz kurz Rüstung reparieren, ne? Muss ich die ausziehen vorher? Muss ich die... Ja, hier? Was auch, was ist kaputt? Die hier, ne? Modifizieren, reparieren, T.
Hier, die ist auch kaputt. Ansonsten waren die ist auch noch kaputt. Ansonsten sind die anderen noch okay. Kann man so lassen. Okay. Perfekt. Jetzt sind wir wieder eigentlich wieder. Oh nee, ich muss noch den Hund ausleeren. Oh, ich möchte einen Mitspieler haben, der mit mir läuft. Komm hier, Köter. Das muss ich doch wieder. Ich muss das vorher mal machen. Jetzt bin ich wieder so viel Zeit am Verlieren mit dem ganzen Mist hier. Ja, wir nehmen alles raus. Was haben wir denn jetzt? Fatman, improvisierte Pistole, Molotov, Sparschwein. Jetzt habe ich doch wieder irgendwas zu viel hier drin. Ich habe nichts zum Anvisieren, aber gut. Wird schon so passen. Habe ich so viel Klamotten? Ah ja, stimmt, ich habe ja hier Kleidung dabei gehabt. Hatte Maske Raider. Okay, das war das Einzige, was ich noch mitnehmen wollte. So, das ist weg. Jetzt bin ich wieder frei. Aber jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie viel Gewicht habe ich denn jetzt überhaupt dabei? Schon wieder 200 noch was. Habe ich denn... So, Kleidung, Hilfsmittel. Bourbon. Cam, nehme ich mal mit zum Essen. Das nehme ich mal mit zum Essen. Erfrischendes Getränk, also nehme ich mal mit. Das kommt raus. Es wiegt alles, Gewicht ein Kilo. Voll viel Zeugs. Hundefutter aus der Dose, das kann ich übrigens alles essen, ne? Jet, kommt auch alles raus. Muss das Zeugs loswerden, Leute. Das wiegt zu viel. Das ist aber gut, dass ich das jetzt erstmal loswerde. Das ist super wichtig, Leute. Red Axe. Guck mal hier. Es war nur 0,1. Strahlungswiderstand, ja, könnte ich mal nehmen. Ich schmeiße es raus, werde ich so finden. Redaway werde ich behalten. Och, wie viel Zeug sich mit mir schmutziges Wasser. Dann tue ich auch mal raus. Könnten wir eigentlich einen anderen Mann machen. Stealth Boy, warum ist der eigentlich hier drin, ne? Guck mal, was für ein Zeugs wir alles dabei haben. Verstrahltes Blut, cool. Nein. So, wow. Ich glaube, jetzt ist hier, guck mal hier, 140. Wir haben echt zu viel von allem dabei gehabt. Perfekt. Cool. Ja, jetzt, trotzdem mega sorry, dass wir jetzt die Quest noch nicht angefangen haben, aber wir müssen sowieso erst ein paar Sachen loswerden. Das bringt sonst nichts, hier durch die Gegend zu rennen. Ich würde gerne noch irgendjemanden mitnehmen, der mir mehr gefällt als die wir jetzt haben. Achso, ich konnte den Typen hier. Wo ist denn der? Die Typen, die jetzt hier gerade rumlaufen, die sind bestimmt gerade im Bett, ne? Da. Lass mich vorbei, Mann! Naja.
Müssen wir ein anderes Mal machen. Das nächste Mal, wenn die wiederkommen, dass ich die anordne, was sie denn überhaupt zu tun haben. So, ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wieder ganz kurz schlafen. Dann geht's los. Bis denn. Und tschüss.